Yo Leute, der Kev ist mal wieder back am Start für euch und hat heute mal ein kleines Thema mit dabei für euch. Es dreht sich heute mal um den Raid Gläserne Kammer. Speziell um den 390er. Es ist egal, ob es im Weekly ist, hier in dem Video war er im Weekly oder eben nicht, denn heute geht es nur um die Exo-Kisten, die ihr nach der ersten Phase droppt. Ja, ihr hört richtig, um die Exo-Kisten, nicht Kiste. Es ist egal, ob im Weekly oder nicht im Weekly. Hauptsache erst auf 93, dann habt ihr nämlich die Chance, zwei Exo-Kisten zu bekommen und das solo. Deswegen zeige ich euch auch das Video. Dieser Trick existiert schon länger, aber er scheint nicht jedem läufig zu sein. Es gibt auch genug neue Spieler und ich möchte auch vielen neuen Spielern die Möglichkeit bieten, die Exo-Kisten abzugreifen, auch wenn sie kein 6-Mann-Team für einen Raid haben. Damit ihr wenigstens die ersten beiden Kisten bekommt. Ihr fliegt zum Raid, so wie ich gerade. Und sobald ihr gelandet seid, instant auf den Sparrow drauf und direkt dorthin fahren, wo ich bin, das auch links steht, Campus 9. Damit betretet ihr nämlich einen neuen Sektor. Und fragt mich nicht warum, es ist aber einfach so. Ich werde jetzt auch die Zeit ein bisschen schneller machen. Wenn ihr dort seid, lädt die Säule. Es ist aber wichtig, das ist jetzt nochmal zur Anmerkung, ihr müsst sehr schnell hier hinfahren, wo ich hingefahren bin. Links steht nämlich, die Säule formiert sich, wenn dann da steht, die Vecs nehmen die Plattform ein oder, dann seid ihr schon zu langsam gewesen. Dann könnt ihr es direkt lassen und könnt den Raid neu starten. Wohlbemerkt, neu starten, nicht raus und wieder reingehen. Neu starten, weil wenn ihr nicht neu startet, funktioniert das nämlich nicht mehr. Ihr fahrt dahin, wo ich bin, und ab da, wo ihr da seid, wo ich gerade stehe und Campus 9 da stand, wartet ihr 2 Minuten. Ich würde aber an eurer Stelle lieber 2 Minuten 15 warten, dann baut sich die Säule auf, warum auch immer. Und an der Stelle, wo ich jetzt hier durchgefahren bin durchs Tor, hört ihr auch einen besonderen Sound. Den werde ich jetzt nicht einblenden. Ihr seht schon, die Säule hat sich aufgebaut, ich bin immer noch alleine. Wohlbemerkt muss ich noch dazu sagen, das Tor geht nicht immer auf, also die Säule schießt nicht immer diesen Lichtstrahl hier rüber. Da gibt es noch eine Seitenansicht, wie ihr da reinkommt, das werde ich euch aber nach dem Video zeigen, weil ich möchte das jetzt hier uncut machen, dass nicht irgendjemand denkt, dass ich da doch Leute für benutzt habe. Deswegen lasse ich das uncut und beschleunige das an einigen Stellen einfach bloß. Aber nachdem ich euch die zweite Kiste gezeigt habe, zeige ich euch auch nochmal, wie ihr in das Tor reinkommt, wenn die Säule beispielsweise den Lichtstrahl trotzdem nicht schießt, ja, und ihr da einfach reinkommt. Wichtig ist, da auch nochmal angemerkt, die Säule muss formiert sein. Ihr könntet rein theoretisch mit dem anderen Trick, den ich euch wie gesagt hier nach dann erst zeigen werde nach der zweiten Kiste, auch schon vorher rein, bevor sich die Säule formiert hat. Aber, das ist jetzt wichtig, dann spawnen die Kisten nicht. Die spawnen erst, wenn ihr die erste Phase sozusagen beendet habt. Ihr überlistet die Spielmechanik mit diesem Trick und habt dann die Säule aufgebaut, obwohl ihr gar keine der drei Platten synchronisiert habt. Und dann spawnen auch die Kisten, sobald sich die Platte formiert hat. Ist, wie gesagt, das Tor hier geht nicht immer auf, aber das zeige ich euch nach der zweiten Exo-Kiste. Wir haben hier auf die Leute gewartet. Ich habe das in dem Fall nur gemacht, weil die drei Leute waren noch im Strike drin. Einer war Essen und einer war AFK, deswegen habe ich das schnell gemacht, dass wir die erste Phase nicht machen müssen. Obwohl die ja nicht zeitintensiv ist und schwer ist, auch nicht selbst auf 93. So, dann düsen wir ganz gechillt zur ersten Exo-Kiste, die ist euch natürlich auch geläufig, aber wer zieht da bitte schon ein Exo raus? Ihr seht auch gleich, Knöchel von der RAO gezogen, bedeutet, war sogar im Weekly gerade dran und war auch mein erster Run in der Woche. Habe ich natürlich gleich noch für euch mit aufgenommen. So, dann lasst ihr euch hier runterfallen. Mit dem Jäger ist es am einfachsten, mit dem Warlock geht's noch, mit dem Titan empfehle ich euch die Dämmerbruch. Springt da rein in die Lücke, seht schon, die Jäger haben es relativ einfach. Die Titans haben es wirklich schwer, also ich bin Hauptcharakter Titan und muss sagen, egal welchen Sprungfokus ihr benutzt, also welche Ausgelungen beim Fokus im Sprung, ohne Dämmerbruch kommt man da irgendwie nicht richtig rein, keine Ahnung woran das liegt. Warlock und Jägerhamster bedeutend einfacher. Hier warten wir natürlich noch auf die anderen. Wie gesagt, ich möchte nichts cutten, nicht, dass jemand denkt, dass ich hier irgendwie geschummelt habe oder so. Obwohl das ja eigentlich schon offensichtlich ist. Und jetzt begeben wir uns zur Kiste.
der zweiten Kiste. Und hier könnt ihr auf jeden Fall ein Exo ziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier viel höher als oben. Ich weiß auch nicht, warum da oben die Kiste überhaupt als Exo-Kiste bezeichnet wird, denn ich habe da noch nie gesehen, dass da jemand ein Exo rausbekommt, aber... Na gut, wenn die meinen, das ist eine Exo-Kiste, dann sollen sie es so meinen und ich gebe das so weiter. Auf jeden Fall lauft ihr einfach den Weg, den ich jetzt laufe. Hier musste ich wieder warten, Visier schon drauf, wo die Kiste ist und die Leute sind wieder nicht hinterhergekommen, da seht ihr sie schon. Ich laufe jetzt hier nochmal kurz zurück, wie gesagt, ich hätte es gerne uncut gemacht, aber gecuttet, aber dann könnte es sein, dass Leute sagen, nee, da hast du ein bisschen geschummelt, das geht nicht, mit dem Tod zum Beispiel oder so, oder dass ich es nicht solo gemacht habe, deswegen möchte ich euch das zeigen. Eigentlich ist es, wie gesagt, nur für Leute, die alleine spielen und kein 6-Mann-Raid-Team zusammenkriegen, dass wir wenigstens jede Woche diese beiden Kisten looten können. Ihr seht, ich habe ein Raid-Artefakt gekriegt und jetzt werde ich euch an der Stelle dann jetzt mal einblenden, wie ihr in das Tor reinkommt. Ja, Leute, da bin ich wieder zurück. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie es läuft, so ein bisschen. Ihr habt den Sound gehört, das habe ich extra nochmal lauter gemacht. Extrem lauter sogar, damit ihr den hört. Ja. So, ihr seht jetzt hier im Hintergrund noch, wie das funktioniert mit dem Reinglitschen. Ist sehr, 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 sehr simpel. Stellt euch einfach da rein ins Tor und springt dann nach links runter vom Sparrow. Das ist so einfach. Einfach geht's wirklich gar nicht und dann seid ihr schon drinne. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Da zeige ich euch, wie die Templar Challenge Easy Way geht. Wirklich easy.